meine Lieben, wie ihr vielleicht sehen könnt, ich weiß nicht, ob man das oben sieht oder wo man das überhaupt sieht, ich habe mein 100. Video erreicht. Ich freue mich wirklich total. Ich hätte nie erwartet, dass ich mal 100 Videos online stellen werde. Das war echt krass. Was ich sagen möchte, als erstes im Voraus, um euch die Spannung zu nehmen, ich mache heute Unblock TV zu dem Jubiläum von meinem 100. Video. Und zwar werde ich die Zeit hier oben einblenden. Ich weiß noch nicht wann. Den Link findet ihr wie immer in der Infobox, wie immer. Und mein 100. Video, ich wusste erst nicht, was ich machen sollte, aber da es ein Video ist wie ein ganz normales eigentlich auch und da die Verlosung, da ich die Verlosung etwas nach hinten verschieben musste, weil es im Moment so viel Stress gab, habe ich mir gedacht, ich mache einfach meine August-Favoriten, weil ihr die ja eigentlich auch immer sehr, sehr, sehr gerne guckt. So, mit was fange ich an? Vielleicht mit dem, was ich gerade trage und den ich auch letztens erst vorgestellt habe. Der Nagellack von Manhattan. Der Schimmer-Nagellack. Es glitzert. Die Farbe 96D. Ich trage ihn auch gerade auf den Nägeln. Jetzt sieht man ihn sehr, sehr schön. Das finde ich toll. Jetzt sieht man ihn. Jetzt ist das Licht toll. Oh, seht ihr das? Und der hält erstaunlich gut. Also meine Nägel, also ich habe den seit Freitag, letzte Woche drauf. Heute ist Mittwoch. Ich habe keinen Überlack benutzt. Doch, den Top Sealer habe ich benutzt von Better Than Gel Nails von Essence. Und gut, den Finger dürfte ich nicht beachten, da habe ich es abgezogen. Weil ich hatte einen Riss im Nagel und habe ich es irgendwie abgezogen, keine Ahnung. Die anderen sehen eigentlich auch noch alle recht gut aus. Also der hält sich wirklich super und die Farbe ist einfach so schön. Ich finde die, ich liebe die. Also ich finde die so toll und wenn man die ins Licht hält, dann schimmert die so total toll. So, weiter mit den Nagellacken. Habe ich mir noch zwei andere ausgesucht. Den habe ich von einer Abonnentin geschickt bekommen. Ich weiß nicht, wie man ihren YouTube-Namen ausspricht. Ich glaube, Barry Tiffy oder sowas. Ja, so sieht er aus. Und es ist so ein Rot, so ein Pinkrot, was aber so anders schimmert. Seht ihr das? Also das schimmert so holographisch. Das ist die Farbe 250. Und eine Freundin von, beziehungsweise das heißt Freundin, eine Klassenkurskameradin von mir hat den auch. Hat auch gefragt, ja, ich habe den auch. Und ja, total toll. Finde ich auch. Ich finde den, also auf den Nägeln hat er eben echt super ausgesehen. Also den habe ich auch längere Zeit getragen. Dann habe ich den nur kurz auf einem Nagel geswatcht und ich fand den so toll, aber dann hat sich der dann doch durchgesetzt. Aber den werde ich jetzt gleich danach drauf tun, weil ich finde, es sieht einfach total cool aus und ist auch super für den Alltag. Und der schimmert aber auch so ein bisschen anders. Jetzt fällt halt einfach kein Licht drauf, aber hier seht ihr es vielleicht. Also der schimmert auch ganz schön. Das ist die Farbe Petit for as Dessert. Keine Ahnung. 140 einfach. Die 40. Dann kommen wir zu einem Puder, was ich toll fand diesen Monat. Das war mein Handy. Wahrscheinlich die liebe Lisa. So ein einfach ein mattierendes Puder. Fand ich irgendwie ganz toll. Diesen Monat habe ich sehr oft benutzt. In der Farbe 01 Natural Beige. Was ist das denn? Dann kommen wir zu den Blushes. Ich weiß, ich sage immer, wir kommen jetzt zu denen. Aber ich musste kurz jemandem antworten. Und zwar ist es das, ich krieg's nicht auf, das Pantau Blush. Oh, ihr seht euch selbst. Das Pantau Blush. Dieses Orange, ne? Ich finde, es sah auf meiner gebräunten Haut total toll aus. Oh. Ja, also ich mag es total. Und es ist auch sehr, sehr, sehr stark pigmentiert. So sieht die Verpackung aus. Sehr, 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 sehr süß. In der Farbe Pantau. 919. Ich weiß nicht, ob die Zahl auch dafür ist. Ich weiß nicht. Dann mein Alverde Blush. Das habe ich auch total gerne fürs Konturieren benutzt. Also für die Wangen etwas dünner aussehen zu lassen und so. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Sehr dunkel. Schön. Dann, ich weiß nicht, ob ich das bei den letzten Favoriten schon gezeigt hatte. Das Eisoufflé von Essence, von der Ballerina Backstage LE. Fokussierst du bitte? Aha. Um den Namen wird sich kräftig gestritten. Ich versuche es jetzt nochmal. Aber verbessert mich nicht nochmal. Ich hasse das. Also ich finde es gut, dass ihr mich verbessert, aber ich kriege diesen Namen einfach nicht hin. Pas de Coupé. Also eigentlich müsste es so heißen. Ich hatte ja auch Französisch. Pas de Coupé. Pas de Coupé. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Jedenfalls habe ich das auch ziemlich oft getragen. Einfach aufs Augenlid, bisschen verblendet. Vielleicht noch ein Highlighter unter die Augenbraue.
Und zwar zu diesem Highlighter aus der Mediterranean LE von Sleek. Von Sleek. Habe ich... Ach, das hat sogar einen Namen. Die Farbe Bamboo. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt, ohne mich einzusauen? Nee. Ah, hier oben die Farbe als Highlighter. Habe ich liebend gerne genommen. Ich zeige es euch nochmal ein bisschen. Also die habe ich zum Highlighten total gerne genommen. Und die ist auch super, 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 super toll zum Highlighten. Die anderen Farben dazu kam ich jetzt ja noch nicht. Aber wenn ich die selber von Shooting schminke, werden die auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Ist die kaputt? Nein, Entschuldigung, hat es auch so gesehen. Und dann habe ich noch zwei Lidschatten, zwei normale. Die habe ich auch von Abonnentinnen zugeschickt bekommen. Und zwar ist es einmal der dunkle hier. Den habe ich genommen und dann in die Lidfalte verblendet. Und das sah irgendwie total toll aus. Die 113. Einfach weil er ist halt auch sehr schön matt. Und wenn man da nicht so viel nimmt, dann ist es wirklich total hübsch für in die Lidfalte. Und dann auch, das ist so ein... Das schimmert nicht wirklich, doch es schimmert ein bisschen. Aber es sieht total gut aus mit dem All That Glitters von MAC. Das ist die 124. Gut, das war es auch schon mit meinen Favoriten. Ich habe immer nicht so viele Favoriten. Aber wie gesagt, denkt heute Abend an BlogTV. Da könnt ihr mir jegliche Fragen stellen, was ihr wollt. Ich war jetzt so lange nicht mehr bei BlogTV. Und das letzte Mal BlogTV musste ich ja leider absagen, weil es mir dann so schlecht ging, dass ich konnte nicht mehr gerade sitzen. Also mir ging es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Und das wird sich aber heute Abend ändern. Und dann werde ich euch nochmal die Uhrzeit irgendwann vorher im Video einblenden. Und dann wisst ihr ja Bescheid. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ach so, ja, was ich euch noch erzählen wollte. Ich werde jetzt umziehen. Das heißt, ich werde jetzt dieses Zimmer in dieses Zimmer hier ziehen. Es sieht noch wirklich sehr unordentlich aus. Ich bekomme es aber neu gemacht. Wir werden es neu streichen. Meine Schwester und ich. Und vielleicht, wenn ihr das wollt, dann schreibt mir doch in die Kommentare eure Ideen, in welcher Farbe ich mein Zimmer streichen soll und in welchem Stil ich mein Zimmer einrichten soll oder sonstiges. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt mir in die Kommentare und schreibt mir auch rein, ob ihr sehen wollt, wie meine Schwester und ich das Zimmer streichen, weil es wird bestimmt mal, denke ich mal, sehr lustig. Und wenn ihr das sehen wollt, dann können wir das gerne abdrehen und zusammenschneiden mit meiner Schwester ihrer Kamera oder mit der Kamera von meiner Schwester. Und schreibt mir das einfach in die Kommentare, falls ihr es sehen wollt. Und falls ihr es nicht sehen wollt, dann schreibt gar nichts. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.